Hallo, ihr Lieben. Mein heutiges Thema ist Momente, in denen man am liebsten in Erdboden versinken möchte. Und ich dachte mir, für dieses Video trage ich einen Look, der auch nicht wirklich vorteilhaft ist. Ungeschminkt, mit Brille und irgendwas, was aus meinem Kopf wächst. Ihr kennt sie auf jeden Fall alle, diese Momente, in denen man einfach nur schreiend davonlaufen möchte. Und ich habe ein paar für euch gesammelt, die ich jetzt hier mal euch darstellen möchte. Ich glaube, eine der wirklich schrecklichsten Sachen im Leben ist, wenn man eine ganz gehässige E-Mail von jemandem bekommen hat, über die man sich richtig geärgert hat. Entweder über die Freundin oder die Kollegin oder den Chef. Und man möchte diese E-Mail jemandem weiterleiten, um sich aufzuregen und einfach so ein bisschen Frust abzulassen. Deswegen wollt ihr diese E-Mail eurer Freundin weiterleiten und sie mal fragen, was sie davon hält. Also klickt ihr auf Weiterleiten und tippt ein: Die Schlampe hat dir einen Arsch offen. Klickt auf Senden. Problem? Ihr habt nicht auf Weiterleiten geklickt. Ihr habt auf Antworten geklickt. Auf Antworten! Das heißt, die Person, die euch diese gehässige, gemeine E-Mail geschickt hat, hat auch die Antwort bekommen: Was will die Schlampe? Hat die einen Arsch offen? Und in solchen Momenten denke ich mir nur: Fuck, 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 fuck. Ihr Nerds da draußen, gibt es irgendein Programm, die solche E-Mails noch aus dem Netz fischen können, bevor sie ankommen? Dann bitte meldet euch bei mir. Ich möchte nicht, dass ihr euch die nächste Situation bildlich vorstellt. Es ist grauenvoll. Der Mensch hat menschliche Bedürfnisse. Dazu gehört auch, aufs Klo zu gehen. Manchmal geht er klein aufs Klo, manchmal geht er groß aufs Klo. Und dann gibt es solche Situationen, wo der Mensch unterwegs groß aufs Klo geht, in eine Toilette, sich entspannt hinsetzt, sein Geschäft erledigt und dann merkt: Das Klopapier ist leer! Und dann sitzt man da und denkt sich einfach nur: Scheiße! Scheiße! Das sind wirklich Momente, da möchte man sterben. Was noch ein bisschen schlimmer ist: Es gibt auch Situationen, in denen man sein großes Geschäft verrichtet und auf den Spülknopf drückt. Aber nein, das Wasser und die Wurst verschwinden nicht im Abguss. Nein, das Wasser steigt höher und höher und man ist in völliger Panik und drückt nochmal auf den Spülknopf und dann kommt das Wasser noch höher und noch höher. Und den Rest möchte ich nicht erzählen. Aber ich glaube, ihr könnt mit mir fühlen, dass solche Momente wirklich an die Substanz gehen. Als nächstes kann ich euch eine persönliche Geschichte erzählen. Die Sachen davor sind mir natürlich noch nie passiert. Habe ich nur gehört. Habe ich nur von anderen gehört und hier wiedergegeben. Ist mir noch nicht passiert. Es gibt zwei Situationen, da wäre ich auch am liebsten im Erdboden versunken. Das war einmal neulich, als ich geschäftlich nach Hamburg gefahren bin im Zug mit einem Koffer. Und dann habe ich jemanden getroffen im Zug und habe angefangen, mich mit ihm zu unterhalten. Und wir waren da und ich bin ausgestiegen. Und dann sind wir den Hamburger Bahnhof entlang gelaufen, zu einem Taxistand, der uns zu unserem Zielort bringen sollte. Und der Taxifahrer fragt mich: Darf ich Ihnen etwas abnehmen? Und ich sage: Ja, mein Koffer. Mein Koffer? Mein Koffer? Mein Koffer, den ich im Zug vergessen habe. Und wisst ihr, was da drin war? Die ganze Dirndl-Kollektion von meiner Oma. Ich war nämlich gerade auf dem Weg zum Oktoberfest. Und in solchen Momenten denkt man sich: Diese Geschichte konnte ich aber noch toppen, indem ich neulich in Chile war und dort in die Atacama-Wüste geflogen bin. Und auf dem Hinflug dachte ich mir noch: Oh, meine Jacke, die lasse ich nicht im Koffer. Meine Jacke, die ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn der Koffer weg ist, ist die Jacke auch weg. Also habe ich die Jacke angezogen und meinen Reisepass in die Jackentasche. Und dann kann es passieren, dass wenn man in der Atacama-Wüste bei 32 Grad landet, dass man es vielleicht nicht gleich daran denkt: Oh, wo ist meine Jacke? Mich friert's. Also habe ich diese Jacke im Flugzeug vergessen, oben im Gepäckstauraum. Und dann komme ich plötzlich im Hotel an. Und die nette Frau an der Rezeption fragt mich, ob sie bitte mein Passport haben kann, damit sie mich einchecken kann. Und ich so: Natürlich, der ist in meiner Jacke. Meine Jacke? Meine Jacke? Meine Jacke ist im Flugzeug. Nein, es war so schlimm, weil, stellt euch mal vor, ich hatte Glück und die Jacke wurde mit dem Reisepass abgegeben. Aber stellt euch mal vor, und das habe ich mir in diesem Moment vorgestellt: Die Jacke ist weg. Ich bin in der Atacama-Wüste. Ich kann nicht mehr zurück in die Zivilisation fliegen, weil mich keiner mitnehmen wird im Flugzeug. Das heißt, ich hätte also 2 Wochen über den Landweg mit dem Auto wahrscheinlich nach Santiago de Chile, die Hauptstadt, fahren müssen, um wieder einen Reisepass zu bekommen. In diesem Moment dachte ich mir kurz:
Ihr könnt mir auch nicht weismachen, dass ihr nicht schon mindestens einmal über Facebook geflirtet habt mit jemandem. Und vielleicht war dieses Flirten schon ein bisschen mehr. Damit meine ich vielleicht ein bisschen verruchen und dirty talk on Facebook. Ist man halt so in Laune, es ist Freitag, man ist allein zu Hause, man hat eine Flasche Wein neben sich stehen und tippt da Sachen und lässt sich mal auf dieses Abenteuer ein. Vielleicht kommt ihr auch gerade von Shades of Grey nach Hause und habt wilde Fantasien, die ihr mit Facebook mit jemandem teilen wollt. Und natürlich fühlt ihr euch total sicher, dass ihr diese Person im richtigen Leben nie oder sehr unwahrscheinlich treffen würdet. Und was passiert am nächsten Tag? Geht aus dem Haus, steigt in die U-Bahn, es ist recht eng. Ihr schaut nach links und tada! Euer Dirty Talk vom letzten Abend auf Facebook steht vor euch. Läuft dann meistens so ab. Hi! Hi! Du hier! Ja, ich hier! Na? 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 Oh, ich muss raus! Tschüss! Ha. Tschüss! Rutsch. Bitte, Erdboden, verschlucke mich. Yeah. Ja, das waren nur kleine, feine 4 Beispiele von Momenten, in denen man am liebsten sterben möchte. Mich würde total interessieren, was euch so passiert ist. Bitte, bitte, bitte schreibt mir einen Kommentar von eurer Geschichte. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es gibt nämlich hier 1 bis 2 Mal die Woche neue Videos zum Fremdschämen und Lachen oder Weinen. Schaut einfach vorbei, ich freue mich. Das nächste Mal werde ich mich vielleicht auch wieder ansehnlich herrichten. Ach, vielleicht trage ich auch wieder ein BH. Schminke mich, Haare könnte ich auch mal wieder waschen. Nächstes Video.